An dieser Stelle möchte ich kurz vorstellen, wie ich mir das Spiel vorgestellt habe. Auf meiner Internetseite targas-edu.de finden wir unter Werkzeuge, dann unter Physik das Ballwurfspiel. So, was wir hier sehen, ist hier so ein weißes Rechteck. Das ist sozusagen die Spielwelt, in der das Spiel stattfindet. Dann haben wir hier einen drehenden Propeller, das soll ein Ventilator sein. Und mit dem roten Pfeil wird angedeutet, in welche Richtung wir gerade sowas wie Luftstöße erzeugen. Was an dieser Stelle nicht ganz physikalisch richtig ist, diese Luftstöße finden in diese Richtung statt, aber in einem sehr eingeschränkten Bereich. Und zwar kann man sich das so vorstellen wie so ein Rechteck, was man irgendwie so hier weiter verlängert, und nur wenn wir uns in diesem Rechteck befinden, nur dort gibt es sowas wie einen Wind. So, der blaue Punkt oder die blaue Kreisscheibe soll den Ball darstellen. So, wenn wir auf den Ball klicken und geklickt halten, können wir mit Hilfe des Pfeils darstellen, wie die Bewegung losgeht. Also in welche Richtung und über die Länge des Pfeils mit welchem Tempo. So, machen wir wenig Tempo, lassen los und sehen, dass der Ball mit den Wänden reagiert und dass er auch Luftstöße erfährt. Wir können das Spiel nochmal starten und etwas mehr Starttempo geben. Dann würde die Situation vielleicht so aussehen. Und auch hier sehen wir, dass der Ball auf Luftstöße reagiert und mit den Wänden abprallt und dass es sowas wie eine Gravitation hier nach unten gibt. Also unser Ziel wird sein, dass wir nach und nach ein ähnliches Spiel programmieren und uns vielleicht ein Ziel des Spiels überlegen, weil momentan ist es relativ sinnlos. Also man lässt den Ball los und der würde jetzt, bis der Rechner abstürzt, einfach sich hin und her bewegen, und so richtig Punkte oder irgendwie Ziel des Spieles gibt es momentan noch nicht.